So Leute, Zeit für die nächste Ausgabe von South Park, The Stick of Truth, hier auf Vierecksbeziehung mit eurem Krabbe. Wir starten an gewohnter Stelle, das erfreut mich schon mal sehr. Die Elfen stehen auch wieder da, soll nicht mein Problem sein. Es wird jetzt Zeit, dass wir mal vorankommen. Als Hütte sollte man da die. Ja, war das genau. Gucken wir nochmal auf die Karte, haben wir noch. Ah, genau. Jetzt einfach die Straße auch grün. Schaltet das auch auf rot um oder bleibt das immer auf grün? Naja, auch egal. Mensch. Oh, Entschuldigung. Was ist denn jetzt passiert? Oh, Timmy Express. Schalte alle Schnellreiseflaggen um South Park frei. Das fällt mir jetzt erst auf, dass ich das. Ach, das. Ah, ja, okay. Ist die jetzt freigeschaltet? Ich hoffe doch. Tämä! Ah, Gesundheitstrank, Heiltrank, Duttperücke. Okay. Mit wem telefonierst du? Telefonieren ist verboten. Ein Kino. Bijou. Uiuiui. Noch einer an. Halt die Fresse! Du scheiß Mombi! Meine Fresse, aber heutzutage kommt ja keiner mehr ohne sein Smartphone aus. So ist dieser ganze WhatsApp-Scheiß und Facebook. Hör mir auf. Diese scheiß Datenkraken kotzt mich alles an. Habe ich deswegen auch alles nicht. Gut, WhatsApp habe ich mir damals mal drüber nachgedacht. Oh, ganz langsam. Wenn wir hier rennen, was passiert denn dann? WhatsApp habe ich damals mal drüber nachgedacht, aber hatte ja lange Zeit auch keine Verschlüsselungsmethoden. Oh, wir haben den Postkasten kaputt gemacht, schade. Und irgendwann kam dann raus, dass WhatsApp ja von Facebook übernommen wurde und dann hatte sich das für mich sowieso erledigt. Weil Facebook, ups, Entschuldigung, Butters, ist für mich keine Option. Und die nächste freigeschaltet. Ja, alles, was zu Facebook gehört, sollte ich mal irgendwann irgendwo sein und Facebook übernimmt das, dann werde ich mich da auch direkt abmelden. Dann haben sie zwar trotzdem teilweise meine Daten, was wir jetzt machen, aber da geht es dann ums Prinzip. Wie so häufig. Ich kann hier auf die Schnauze hauen. Oh! Arschloch! I warn you, sir, I have 5 years training at the mall. Move along, Oh, er hat 5 Jahre Erfahrung aus dem Einkaufszentrum. Ich kann dir eine scheuern. Oh oh. Ah, das hat nicht so gut geklappt. Was sagt denn unser Questlog? Irgendein Ratschlag für Token. Trage etwas, um dich vor dem Pfefferspray des Wachmannes zu schützen. Ich habe eine Brille. Mann. Scheiße. Wie soll ich mich da. Oh, eine neue Nachricht von Cartman. Alter, jemand hat gerade ein Video hochgeladen, wie du eine Ladung Gas abbekommst. Warte, das muss ich mir nochmal ansehen. Wenn man weiß, was kommt, ist es sogar noch lustiger. Bei Jimbos Waffen gibt es eine Auswahl Gasmasken, die Pfeffersprays als Selbstverteidigung total nutzlos werden lassen. Komm vorbei. Jimbo, danke. Aber bitte nicht erschießen, wenn ich direkt auf dich zukomme. Aber gut, wir sind ja auch kein Tier. Naja, im Endeffekt schon ein Säugetier, aber. Naja. Wo ist es denn? Wo ist Jimbo? Irgendwo da oben? Einkaufszentrum? Jimbos Waffenladen. Da müssen wir hin, also einfach die Straße weiter runter. Ich sehe schon, wir kommen heute nicht sehr viel weiter mit den Quests, aber was willst du machen? Dafür machen wir noch ein paar Sachen kaputt. Alexa, starte Dirty Talk. Jetzt wird's ein bisschen versaut hier. Oh, Elfen, 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 Elfen. Nimm das, du Arschloch. Voll in die Fresse. So, Krummsäbel des Kriegers. Paar Angriffe oder nur ein? Ja, ein paar Angriffe. Okay, ein verkackt, zwei gelungen. Kommt schon mal vor, ne?
Okay, unsere Spezialangriffe. Lass uns erstmal noch Buttershammer. Drücke X, wenn Buttershammer blinkt. Okay. Ach, da bin ich jetzt fahrlich. Meine Fresse. Erhöht seine Rüstung. Arschloch. Zorn der Elfen. Okay. Oh oh. So, perfekt. Das hört man doch gerne. Also nochmal angreifen. Jetzt haben wir es ihm aber gegeben. Und jetzt nochmal Butters. Fuck, das haben wir wieder verkackt. Oh je, Butters ist fast tot. Komm, nimm einen Gesundheitstrank, aber bitte einen kleinen. Wir sind ja geizig. Lass es dir schmecken. Jo, was machen wir jetzt? Fähigkeiten einsetzen, das Juden hierzu. Aber dann vielleicht mal auf ihn hier, weil den kein Butterstep hat noch. Drücke wiederholt A. Bam, betäubt. Oh, Butters, dann mach ihn mal platt. Und der erste weg. Ja, und jetzt, das hatten wir gerade. Krummsäbel. Oh, das hat gesessen. Und jetzt Fähigkeiten. Wir brauchen zwar die nicht mehr, aber setzt den Hammer der Gerechtigkeit ein. Oder? Angepisst? Nee, dann lieber den Schockschaden. Oh. Down ist das Arschloch, richtig so. Mensch. Und Geld. Geld ist immer gut. Ja? Halt die Fresse. Kann dir noch eine scheuern? Noch eine, noch eine. Schlampe. Willst du jetzt reden oder noch eine? Geh weiter, meine Fresse. Halt die Fresse, Butters. Können wir eigentlich in die Mall? Natürlich nicht. Meine Fresse. Ach, weiter geht's. Was mir gerade einfällt, Leute, kennt ihr eigentlich die Seite fahrerbewertung.de? Die ist total genial. Da kann man irgendwelche Arschlöcher, die sich wieder nicht an die Verkehrsregeln halten, bewerten. Die haben wir mal zufällig entdeckt, weil ich wusste, glaube ich, nicht, wie, also was ein bestimmtes Kennzeichen bedeutet, was das für ein Kreis ist. Und, och, wie niedlich. Die Katze. Und der Basti hat dann danach gesucht und hat dabei fahrerbewertung.de entdeckt. Vielen Dank, Basti, dafür. Und ja, jetzt werden hin und wieder mal so ein paar Penner schlecht bewertet. Eine sehr schöne Seite, kann man dann auswählen, was die gemacht haben, ob sie Raser sind, also 30 km/h zu schnell oder noch mehr. Oder ob sie zu schnell gefahren sind, ob sie sich nicht an die Verkehrsschilder an sich halten, auffälliges Verfahren, was auch immer. Ja, Timmy, Tower of Peace. Da gehen wir da jetzt rein. Könnten wir eigentlich, aber dann, hier können wir ja nicht rein, ne? Schade. Kommen wir irgendwie an die Katze? Neue Nachricht von Polizist Bob Brady. Liebes Tagebuch, oh Gott, heute habe ich einen neuen Freund gefunden. Er war wirklich nett. Ich hoffe, er mag mich. Um Gottes Willen. Der hat ja eine Rechtschreibung. Da wird er mir kotzübel bei. Ach, verschlossen. So was Gemeines. Außenrum komme ich auch nicht. Naja, dann weiter. Und noch ein paar Sachen dabei kaputt machen. Ich halte nicht so viel vom Park. Ach, Butter, steh nicht im Weg rum. Ich halte nicht so viel vom Parkuhren. Ich habe bisher auch einmal. Vor ein paar Jahren mal ein Ticket bekommen wegen Falschparkens. Das habe ich auch irgendwie total dämlich gedeutet. Dass da war teilweise mit Parkscheibe, teilweise mit Parkausweis und ich dachte, ich würde bei Parkscheibe parken und habe aber bei Parkausweis geparkt. Naja, was willst du machen? City, nee, Mongolian Specials. Ja, die haben sich Mühe gegeben mit ihrem Schild. Ja,
Verdammten Mongolen. Oh. Gut, dass das keinen Ärger gab. Hey, ich will dein Essen. Gib mir dein Essen, meine Fresse. Oh, Mongolian Shrimp, Mongolian Beef. Beef ist immer gut. Pork ist auch in Ordnung, Chicken auch. So, oh, was geht? Hello, welcome to Shitty Walk. Take all the praise. Only thing we're serving today is Mongolian Beef. Mongolian Beef, so good. Oh, I just love it. Oh, hello, Mongolian. Ach, die sind ja knuffig. Mongolians are watching. They conquered me last week. Act natural. Oh yeah, Mongolian beef. So tasty, right? Wow. It's not tasty at all. It's gross. Don't eat it. You eat a Mongolian beef, you shit your pants for 5 days. Hello, Mongolian. Please, you gotta help me out. The Mongolians all live like rats in the Tower of a Peace next door. I'll keep the adults occupied here. You go top a tower and beat up all their kids. Beat up all the Mongolian kids. The Mongolian think this neighborhood not a safe place. They move away. Go, go. Beat up the little Mongolian kids. Oh, hello, Mongolian. Mongolian beef smell like a Rhino Richie's asshole. Dann kaufen wir besser nichts. Yeah, der Schlüssel zum Friedensturm. Vielen Dank. Arschloch. Excuse me. Hey, no fighting in here. Hey. Doch, hier soll drin gekämpft werden. Hey, no fighting in here. Hey, no Och, Menno. Wieso kein Kämpfen? Ich glaube, die Mongolen würden das auch cool finden, wenn wir uns hier ein bisschen kloppen, oder, Mongolen? Und überhaupt, wo sitzen die? Das ist ja mal wieder lachhaft gelöst. Hätte man wenigstens da platzieren können. Naja, Sitze machen. Da liegen ein paar Flaschen, die kann ich auch nicht kaputt machen. Die mongolischen Kinder, die verprügeln wir später. Oder, nee, später. Jimbo! Jetzt sind wir bei Jimbo. Aber bevor wir zu Jimbo gehen... fuck yourself, you Wichser. Fucking Wanker. So, dann... Hurry up! Erstmal dich platt machen. So, was das? Hammer der Stürme? Nee. Was das Hammer? Ja, der eine ist ja fast down, das gefällt mir. Ja, erhöhe du mal deinen Angriff. So, jetzt gefallen. Oh, ich muss auf meine AP achten, das sieht gar nicht gut aus. Ja, konter du dir mal einen ab. Ach man, das hat wieder mal gar nicht geklappt. So, greifen wir dich an. Ja komm, wir greifen dich an. So, und batterst du, dass ich dann um ihn hier kümmern. Und der erste ist weg. Perfekt. Ich vergesse mich zu heilen. Oh, scheiße. Oh, kacke. Uiuiui. Meine Fresse, das war jetzt heikel. Moment. Man, I could be watching TV right now. Ja. Baue ich auf Butters oder heile ich mich lieber selbst? Ja, ich bin ein bisschen geizig gerade. Ich glaube, ich lasse Butters... das übernehmen mit dem Heilen. Erstmal auf ihn hier, oder? Bei ihm platt kriegen. So, machen wir es so. Ja, super, das hat gut geklappt. Oh, scheiße, das habe ich ja gar nicht beachtet. Aber das heilen. Hi, Gott sei Dank. Und, jetzt könnte ich mal für angepisst sorgen. Drehen und dann drücken. Hui, das war ja gar nicht mal so schlecht.
Oh je, warte, das ist auch fast tot. Oh, alles oder nichts. Ach, Gnade ist für uns kein Thema, aber das. Gnade ist was für Versager. Wir nehmen lieber deren Spielzeug weg. Und machen Parkour kaputt. So, dann. Oh oh. Oh, da ist ein Katana. Das nehmen wir doch gleich mit. Das gefällt mir. Hallo, well, Jimbo und Ned. Well, what brings you here today? Business or pleasure? Or vengeance? Vengeance ist immer gut. Ja, aber das, genau. Ja, verstehen wir uns doch mal. Der arme Bär. Oh, kann ich nicht kaputt machen. Aber ich hätte gerne die Panzerfaust, das Katana hätte ich gerne. Ja. Ein Scharfschützengewehr vielleicht, ein paar Handgranaten. Ich sehe dich auch noch nicht. Und du bist in Hunting, huh? Well, my boy, you've come to the right place. South Park is chock full of things to shoot that would delight any taxidermist, survivalist, or weekend animal death enthusiast. Ain't much I can sell to a miner, thanks to the stupid Democrats, but if you could prove yourself a real hunter, I might be able to get you some better stuff. You should buy a copy of The Hunter's Guide to South Park Wildlife, this book thingy here. Ja, natürlich. Ich verstehe ja auch nicht, was die Demokraten sich einbilden. Eigentlich sollte jeder Waffen kaufen dürfen. Säuglinge auch schon. Das ist absolut legitim und erhöht auch die Sicherheit. Denn je mehr Waffen, desto eher kann man Waffenattentate verhindern. Ist ganz klar. So, wir brauchen Ausrüstung. Wir brauchen eine Gasmaske, genau. Und Waffen? Ne, wir sind beim Verkaufen. Ja, ist gut. So, Waffen. Langschwert des Kriegers. Der Cousin des Kurzschwerts. Armbrust. Armbrust wäre auch cool. Supercut. Geil, aber. Oh, dafür fehlt uns das Geld. Ist das ärgerlich. Das müssen wir uns merken. Das müssen wir uns echt merken. Bis dahin kaufen wir uns jetzt aber mal das. Ich hoffe, es ist jetzt auch nicht blöd, dass wir hier dauernd Sachen kaufen. Den Judenstab können wir eigentlich auch verkaufen. Ja, komm, wir verkaufen mal. Jetzt ziehen wir erstmal das eine an. Hier. Inventar, genau, da. So, Krummsäbel weg. Oh, ja, guten Morgen. Meine Fresse, ich achte hier auch auf gar nichts. Naja, also haben wir ein Schwert umsonst gekauft. Das können wir auch schon mal machen. Die Elfen sind wieder da, ich werde Bescheid. So, der Wok. In den Turm rein, wagen wir uns das? Ja, machen wir jetzt einfach. Alles oder nichts. Oh. Ich hoffe, das geht jetzt nicht tierisch schief. Can't I just go right back home after the fight so I don't get grounded? So, was das? Fähigkeiten heben wir uns auf. Yeah! Oh! Was, das brennt! Oh, was, das? Oh, was, das? Was machen wir denn? Haben wir was gegen Feuer? Den Heiltrank, aber was, das? Oh je. Ja, ja, whatever. Lieber aufs Entfernen, hui. So, und jetzt verabschiede dich, du Pisser. Nummer 1 ist down. Butters braucht jetzt richtig was zum Heilen. 60% auf jeden Fall. So, Butters setzt jetzt seinen Blitz ein. Oh oh.
So, das hätten wir abgewehrt. Das läuft doch teilweise zumindest. Erstmal ihn hier. Chin oder wie spricht man das? Ja, komm, Butters. Probieren wir's. Hey, wir haben es geschafft. Aber wahrscheinlich kommen jetzt erst die richtig harten. Sieg! Für den Rest seid ihr verantwortlich. Oh, was hast du denn so? Auch ein bisschen Geld. Ist das Öl? Keine Ahnung. Oh, ich weiß nicht, ob wir hier weitergehen sollen. Das war jetzt schon sehr heikel. Ich glaube, das heben wir uns lieber auf. Das ist mir zu riskant gerade. Tut mir leid, aber naja. Wir probieren jetzt noch schnell zu Token zu gehen. Und dann wäre das ein guter Abschluss für diese Ausgabe. Die Arbeitswoche war auch speziell genug. Dann gibt es halt mal eine etwas kürzere Ausgabe. Wobei ich ja sowieso eigentlich das Ziel habe, die immer so um die 20 Minuten zu gestalten. Ich muss zwar diese Woche erst am Mittwoch arbeiten, aber kam auf die glorreiche Idee, Freitag dafür mal Langtag einzulegen. Hatte dann zur Folge, dass ich erst um 21 Uhr Freitag zu Hause war. Autobahn konntest du vergessen, 59, 10 Kilometer Stau, A3 auch um die 10 Kilometer, A1 sowieso mehrfach Staus. Da musste ich nicht nach Hause fahren und dann bin ich stattdessen über die Ortschaft nach Hause gefahren, durchs tiefste Sauerland und so. Optisch ganz schön, aber dauert halt irgendwann so nach 17.30 Uhr losgefahren, kurz danach und war dann halt 21 Uhr zu Hause. Naja, die Gasmaske, die müssen wir anziehen, ansonsten bringt uns das alles nichts. Das sieht so dämlich aus, naja. Was willst du machen? Ohne sportliche Brille. Ups, Entschuldigung. Also, Schluck auf. Oh, wir haben hier lauter Items dazu bekommen. Das müssen wir uns auch mal beim nächsten Mal alles ansehen. So, Arschloch. Probier dein Glück. Ja, sieh zu. Oh, 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 oh. Erstmal normale Angriffe. Weil die Starken, die behalten wir uns lieber, wenn er in seinen Kontermodus geht. Alter, oh Gott. Komm, was das hier? Lass es dir schmecken. Jetzt setzen wir die aber mal ein. Drücke wiederholt A und jetzt. Naja, das hat nicht so viel gebracht. Was willst du machen? Hammer der Gerechtigkeit oder der Hammer der Stürmer? Hammer der Stürmer, komm. Ach, verkackt. Und jetzt soll ja das Krummsäbel. Hey, er ist fast down. So, Butters, bring es zu Ende. Mach ihn platt. Na 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 na. Hey hey hey. Goodbye. Na Alter, was geht? Hey, ich rede mit dir, du blöde Kuh. Oh. Ne 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 ne. Scheiß Torwächter hier. Du Lappen. So, ich hätte dann gerne den Inhalt von der Tasche. Das Tor können wir von hier öffnen? Anscheinend nicht. Naja, was soll's. Auch ein Vogel. So, Garage. Ein Basketball. Schade. Und hier ohne E-Gitarre. Was für Basti. Ist glaube ich ein, oder? Ja. Ja, Klosterbruder mit so. Huiuiui. Geld, Wasserballon, Token. Oh, die E-Gitarre haben wir auch mitgenommen. Wir müssen das alles mal durchgehen in der nächsten Episode. Irgendwann muss es ja mal sein.
Ein schön Pokémon. Ich hab vergessen, wie man das macht. Ah, schön Pokémon. Velociraptor. Cool, der kann rappen. Das würde den Basti richtig freuen, wenn der jetzt rappt, glaube ich. Yeah? Can I help you? Ich will mit dir über Gott und die Welt reden. Stick again? Hang on a second. Thank you for thy message, traveler. I shall make haste to Koopa Keep. Mom, can you drive me to Eric's house? Hervorragend. So Leute, das erste Missionsziel haben wir erfüllt. Das ist doch prima. Und hier kommen wir anscheinend nicht rein. Also speichern wir hier und ich hoffe, das geht gut. So, komm, Spiel speichern. Tokens House, das sieht doch gut aus. So, dann war's das. Wollen wir wieder für diese Ausgabe. Mal schauen, was wir dann beim nächsten Mal so schaffen. Vielleicht, oh, neuer Freund. Vielleicht kriegen wir es ja beim nächsten Mal hin, Crack oder Tweak einzusammeln. Wer weiß das. Vielleicht haben wir aber auch genug mit Mongolenkindern zu tun oder sonstigen Gedöns. Naja, Leute. Von daher, genug gelabert. Das war's erstmal. Macht's gut.